Neu. Das ist neu von Werthers Original. Caramel Bites. Gibt es in zwei Sorten, Cookie und Crunchy. Was ist das ganz genau? Knusprig luftiger Kern mit Malz und einem Hauch Salz, umhüllt von sanft cremigem Werthers Karamell. Aha, das ist es also. Und was ist das? Knackiger Schokokeks, umhüllt von sanft cremigem Werthers Karamell. Hochinteressant. Karamellkonfekt gefüllt mit Weizen, Vollkorncrisp mit Malz und einem Hauch Salz. Mit Malz und einem Hauch Salz. Okay. Ich hatte gehofft, es steht jetzt auch noch auf Englisch da. Das wird sich nämlich auch reimen. Malt and Salt. Naja, man kann nicht alles haben. Karamellkonfekt gefüllt mit knusprigem Schokoladengebäck. Nun gut. Fangen wir mal an mit diesem Crunchy. Aha, also so sieht es aus. Solche Kugeln hier. Oh, das riecht schon sehr karamellig. Oh ja. Yeah. Okay, wir probieren mal. Sieht wirklich so aus, wie auf dieser Abbildung hier. Und wie schmeckt es? Ja. Ganz gut karamellig und crunchy. Also Malz und Salz kann ich jetzt nicht so schmecken, aber das Karamell ist gut und Crunchy ist auch gut. Okay, dann kommen wir mal zu dem Cookie. Schauen wir uns den Cookie mal an. Ups, oh nein. So, Moment. Okay, jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Ich hole gerade noch mal so ein anderes raus. Von hier. Die sehen nämlich leicht anders aus. Die sind erstens größer und auch die Farbe ist leicht ganz ein bisschen anders. Naja, okay. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es nicht durcheinander bringen. Okay, wir probieren mal. Sieht auch aus wie auf der Abbildung. Ja, geschmacklich kann man das Schoko so ein bisschen erahnen. Und abgesehen davon nicht ganz so crunchy wie die anderen, aber auch okay. Ja. Wenn ihr Karamell mögt, würde ich euch das empfehlen. Ja, was haltet ihr davon? Wenn ihr es schon probiert habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Joyeux Noël. Oh ja, von mir aus auch das. Ah, alles klar, au revoir. Und der Daumen hoch und der Kommentar noch dazu und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denne. Antenne.